Stellt euch vor, Maschinen würden uns die mühsamen Aufgaben des Tages abnehmen. Das ist eigentlich gar keine ferne Zukunftsmusik, sondern tatsächlich durch die passende Technologie schon heute fast und komplette Wirklichkeit. Wir freuen uns jetzt, Jonas Menesklu als nächsten Vortragenden auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Jonas hat nicht nur am KIT sein Studium abgeschlossen, sondern auch seine Firma hier in Karlsruhe gegründet. Denn er ist Gründer und CEO von AskUI. Seit der Gründung im Jahr 2021 hat AskUI nicht nur ein spannendes Remote-First-Unternehmen aufgebaut, das bedeutet, die Menschen arbeiten von wo auch immer sie möchten, sondern auch eine beeindruckende Finanzierung in Höhe von über 6 Millionen Euro bekommen, um damit signifikante Fortschritte im Thema der KI-gesteuerten Testautomatisierung zu machen. Jonas wird uns heute tiefe Einblicke in das disruptive Potenzial von Künstlicher Intelligenz geben und auch den Einfluss auf die Kultur- und Kreativwirtschaft zeigen. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf Visionen und Lösungen, die er vorstellen wird und wie sie unseren Arbeitsalltag und euren Arbeitsalltag verändern werden. Deswegen bitte begrüßt mit mir auf die Bühne Jonas Menesklu. So, jetzt bin ich hier zu Tim. Hört man mich? Ja, perfekt. Sehr gut. Auch willkommen zu meinem Vortrag. Ich mache mal hier eine Slide weiter. Ja, das war schon richtig. Genau, ich habe eine Zukunft ohne Arbeit. Titel stammt auch aus ChatGPT. Ich werde gar nicht so viel über ChatGPT reden. Ich will mich eher ein bisschen damit beschäftigen. Also es wurde schon gesagt, ich bin Gründer hier in Karlsruhe, wie auch unsere Geschichte war, wie wir eigentlich darauf gekommen sind, mit KI automatisieren zu wollen, seit wann wir das machen und auch, was uns in der Zukunft eigentlich so blüht. Also zumindest, was wir denken, was da kommen wird und ob wir alle jetzt automatisiert werden oder nicht. Sei mal dahingestellt, ich habe ein paar Gedanken dabei. Ich will nicht nur auf Tools eingehen, sondern ein bisschen auch die Art von Arbeit ein bisschen einstufen. Genau, aber zum Start, ich war letzte Woche unterwegs auf ein paar News-Seiten. Wahrscheinlich jeder, der nach AI-Tools sucht, kennt diese Headlines. Was steht da drauf? Steht da sowas drauf wie Generative AI is changing the hiring calculus at these companies. Elon Musk sagt, KI wird innerhalb von 2 Jahren intelligenter als der intelligenteste Mensch sein. Hier Suno AI, habe ich auch ein Beispiel mitgebracht, aber das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Can generate power ballads about coffee and shingles for the Guardian, but will it hurt musicians? Und dann hier unten noch, ein bisschen älter, aber Bosch, SAP and others back Europe's answer to OpenAI with 500 million of fresh funds. Wenn man sich das alles so anguckt, dann werden eigentlich ziemlich viele Horrorszenarien auch gemalt. Also irgendwie Unternehmen entlassen ganz viele Mitarbeiter, werden durch KI ersetzt. Wir werden eigentlich als Mensch überholt von der KI, sie wird immer intelligenter. Irgendwie Musiker braucht man nicht mehr vielleicht irgendwann. Wir können uns einfach unsere eigene Musik erstellen und auch extrem viel Geld. Also also hier unten die letzte Headline, ich weiß nicht, ob ihr Aleph Alpha kennt, das ist so die deutsche Antwort auf OpenAI. Hat erst letztes Jahr eine riesen Finanzierungsrunde gemacht, über 500 Millionen mit Bosch, SAP. Mistral kennt man aus Europa, aber der große Player ist eigentlich noch OpenAI drüben in den Staaten, aber ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen und wahnsinnig viel Geld im Markt. Müssen wir jetzt Gedanken machen? Weiß ich nicht, vielleicht doch. Ich gehe später näher drauf ein, aber vielleicht erstmal näher zu uns, was wir gemacht haben. Also ich habe es kurz gesagt, ich bin Jonas, ich habe am KIT Wirtschaftsingenieurwesen studiert seit 2014, habe dort Bachelor Master gemacht, habe dann nach meinem Studium oder so im Masterstudium habe ich eine nette Vorlesung am KIT gehört, die hieß Geschäftsmodell im Internet. Und bei Professor Weinhardt war das damals und dort hatten wir die Aufgabe, einen Startup zu gründen, virtuell. Und da habe ich dann meinen Mitgründer kennengelernt. Es war so, ich habe eine Gruppe mit 3, 4 Leuten, erste Vorlesung waren nicht da, zweite Vorlesung kam noch ein anderer rein, der hat sich umgesucht, hat irgendwie eine Gruppe gesucht. Wir haben uns erbarmt, haben ihn aufgenommen und dann haben wir zusammen dieses Projekt gemacht und ich habe gemerkt, dass ich mit Dominik extrem gut zusammenarbeite und wir haben uns dann gesagt, okay, wir haben Bock, irgendwas zu machen. Also wir wussten gar nichts von Gründen, wir haben keine Ahnung gehabt, wir wussten gar nicht, wie man da anfängt, aber wir hatten ein Problem. Ich habe neben meinem Studium als Entwickler gearbeitet. Dominik war noch parallel bei Siemens angestellt, seit ungefähr 5 Jahren damals. Und für uns war das Testen von Applikationen verdammt schwer. Also was ist das? Also ich bin ja hier nicht auf einer Informatikkonferenz, aber im Prinzip, wenn ihr
eine Webseite designt oder irgendwie eine Applikation erstellt, dann hat die manchmal Bugs, das kennt ihr mit Sicherheit. Und das Testen von oder das Finden von diesen Bugs ist verdammt schwer als Entwickler. Und wir haben uns gedacht, okay, cool, kann KI machen. Als Student stellt man sich das super einfach vor, es war super schwierig. Wir haben es auch nicht im ersten Wurf geschafft, aber wir haben gesagt, okay, wir haben Bock auf das Thema, wir machen es einfach mal. Und dann haben wir angefangen. Sah ich auch noch jünger aus, 10 Kilo weniger gewogen. Sind dann 2020, haben wir angefangen mit Testautomatisierung. Wir haben gesagt, okay, wir bauen eine KI. Und auch Webdesign war nicht meine Stärke damals. Steht Functional Test Automation. Steht, our testing butler executes your UI test definitions in a human way. He addresses UI elements based on natural language descriptions. Also 2020, 2019 haben wir schon gesagt, okay, wir wollen was machen, wir wollen Natural Language Processing machen, wir wollen das irgendwie überführen in einen KI-Assistenten, der für dich diese Website bedient und dann automatisiert und testet. Und haben dann angefangen, wir wussten, wie gesagt, also haben gar keine Ahnung, was wir da eigentlich machen müssen. Und haben aber gesagt, okay, wir treffen uns zweimal die Woche, lass uns einfach mal irgendwas machen. Und dann haben wir so ein kleines Pitch-Deck gebaut, eine PowerPoint-Präsentation haben die an ein Unternehmen hier in Karlsruhe geschickt und gesagt, hey, habt ihr Lust, wir haben das vor, die haben uns eingeladen. Wir saßen dann im Termin mit 20 Leuten vor Ort, die haben sich das alles angehört, wir hatten noch keine Zeile Code geschrieben. Dann haben wir gefragt, hey, habt ihr Lust, mit uns das zusammen zu entwickeln? Haben die gesagt, ja, machen sie. Und dann hatten wir unseren ersten User, praktisch ein Unternehmen hier aus Karlsruhe, mit dem wir Weeklys hatten und dann angefangen haben zu entwickeln und so ging eigentlich alles los. Dann haben wir uns bei Crow, ich weiß nicht, kennt das jemand, Crow hier vielleicht, das ist so ein Startup-Wettbewerb in Karlsruhe von der Pioniergarage am KIT. Da haben wir uns dann angemeldet, also ein studentischer Wettbewerb gibt es jedes Jahr eigentlich. Damals haben sich 51 Startups beworben, also studentische Teams, haben wir auch mitgemacht, sind dann ins Finale gekommen. Haben nicht gewonnen, war aber trotzdem eine coole Erfahrung, weil es uns ein bisschen gezwungen hat, dran zu arbeiten. Und das war so die Zeit, wo wir uns dann überlegt haben, okay, wir wollen das machen, unser Studium läuft jetzt aus, wir haben uns die Frage gestellt, okay, wie machen wir jetzt weiter? Dann kommt die große Frage, wie finanziert man das Ganze? Und da gab es dann Exist, ein Gründerstipendium, und da sind wir sehr dankbar. Das ist so von der Uni eine Förderung, da kriegt man irgendwie so 117.000 Euro, glaube ich. Man kriegt so ein bisschen, für ein Jahr ist es eine Förderung, wo man einfach mal loslegen kann. Das haben wir, da haben wir uns beworben, haben das auch bekommen. Dann ging es eigentlich richtig los. Wir haben dann gesagt, okay, wir haben unseren ersten, wir Exist bekommen, wir haben diese 117.000. Dann hatten wir auch unseren ersten Kunden, die haben 6.000 Euro bezahlt. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt, wenn wir einen Kunden haben und Umsatz machen? Wir brauchen eine GmbH. Hätten wir vielleicht nicht gebraucht am Anfang, aber wir haben gesagt, wir haben irgendwo dieses Geld hergenommen, diese 12.500, um diese GmbH zu gründen. Und haben dann am 3.3.2021, das ist hier im Bild links, praktisch darauf angestoßen, dass wir unsere GmbH gegründet haben, haben super viele Fehler gemacht, kann ich auch gerne mal beim Kaffee drüber reden. Dann hatten wir bisschen Geld, wir hatten eine GmbH, 6.000 Euro Umsatz und ungefähr noch 8 Monate Zeit, irgendwie eine Anschlussfinanzierung zu finden und irgendwas zu machen. Ja, dann, wie macht man das? Also man pitcht überall, man geht überall hin, man präsentiert sein Startup und dann irgendwann kommt irgendein Investor, kommt dann in deine Inbox rein und sagt, hallo, super spannend, was ihr macht. Hast du mal Lust, mit mir zu quatschen? So, natürlich, als Gründer findet man es total cool. Die hören sich meistens dabei immer nur alles an. Aber man geht in diese Gespräche und langsam kommt man da rein. Und wir wurden dann auch von APX, das ist Axel Springer und Porsche, so ein kleiner Fund aus Berlin, angeschrieben. Und die haben es tatsächlich uns gemacht. Die haben dann gesagt, okay, sie geben uns 50.000 Euro für 5% der Firma. Ist ein Deal, den ich heute nicht mehr machen würde, aber war damals irgendwie gut und haben das gemacht, haben gedacht, okay, jawohl, wir haben jetzt bis Ende des Jahres 100.000, also unser Gehalt von 2.500 brutto, war nicht so besonders viel. Und diese 50.000 als Anschlussfinanzierung, was jetzt im Nachhinein halt überhaupt nicht reicht, um irgendwas zu finanzieren, aber wir hatten ein bisschen Geld auf der Bank. Und mit dem Geld oder mit dem Netzwerk sind wir auch ein bisschen more confident aufgetreten und mehr Investoren haben sich für uns interessiert, die haben uns gesehen und dann hatten wir das Glück, dann wurden wir nach London eingeladen von so einem Investor
und konnten dort pitchen. Und die haben uns tatsächlich dann auch ein Angebot gemacht für mehr Geld. Und mit dem sind wir dann auf dem Web-Summit gelandet. Das ist hier Bild in der Mitte. Und dort waren wir eigentlich mehr aus zum Spaß. So, das ist so die größte Startup-Konferenz in Europa. Und dort kamen dann andere Investoren, dann ist es alles ins Rollen gegangen. Und dann waren wir letztendlich so weit, dass wir Ende 2021, am 17.12. beim Notar saßen und eine Finanzierung hier von Lea Partners aus Karlsruhe auch und von 468 Capital über 1,7 Millionen bekommen haben. Wir hatten interessanterweise immer noch nicht mehr Umsatz gemacht, also 2 auf 6.000 Euro Umsatz. Die Unternehmensbewertung ist auch witzig, aber ja, hat funktioniert. Genau, und es war auch 2021, es war noch eine andere Zeit. Ja, aber dann ging es erst richtig los. Also vielleicht mal, um hier weiterzumachen, wir hatten dann das erste coole Team-Event, wir haben die ersten Leute eingestellt. Wir hatten hier, das war in der Pfalz, da haben wir uns ein Airbnb ein schönes gemietet, haben dort unsere ersten Workshops gemacht. Seht ihr links hier auch, seht ihr den ersten Mitarbeiter, Vollzeitmitarbeiter, den wir eingestellt hatten, Adrian, den haben wir auch auf dem Web-Summit kennengelernt. Ja, und dann ging so alles ins Rollen. Wir haben immer noch Testen von Applikationen gemacht. Also erstmal in den USA hier drüben auf der South by Southwest war ein kompletter Reinfall. Wir haben 5.000 Euro für Hotels bezahlt, es kam gar nichts dabei rum. Aber was cool war, wir waren bei Intel, wurden wir eingeladen für so ein Accelerator-Programm, Intel Ignite hieß es damals. Und da haben wir auch jetzt einen Pokal bekommen für Most Progress, ist jetzt nicht wirklich relevant, aber war cool irgendwie zu haben. So. Genau, und damit sind wir gestartet, 2022. Wir hatten KI irgendwie als Thema. Alle anderen hatten irgendwie in dieser Startup-Welt Blockchain als Thema. Wir waren irgendwie komplett alleine mit diesem KI-Thema. Keiner hat sich für interessiert. Und dann kam 2023. 2023, Release von ChatGPT. Plötzlich KI überall in aller Munde. Vorher FTX geht pleite, Blockchain komplett kaputt. Alle Investoren interessieren sich nur noch für KI. Wahnsinnsthema, jeder fragt danach. Und das war so Anfang letztes Jahr, wo wir dann gemerkt haben, okay, krass, ganz viele Unternehmen schreiben uns an, die haben eigentlich super viel Interesse an unserer Lösung. Und ja, sind dann in ein neues Büro eingezogen, das ist ein Technologiepark in Karlsruhe hinten. Waren dann wieder in den USA, diesmal hat uns Google aber eingeladen. Wir mussten nicht mehr selber so viel zahlen. Und waren auch wieder auf dem Web-Summit mit einem größeren Team, waren dann an die 15, 16 Leute. Und wir haben tatsächlich nochmal eine Finanzierung gemacht. Auf wie viel Umsatz kann ich jetzt nicht sagen, aber es war ein bisschen mehr. Und haben dann nochmal 4,35 Millionen bekommen letztes Jahr von Investoren aus Paris, also Euraseo heißen die, das ist ein Private Equity Fund, und Seedcamp, das ist ein kleiner VC aus London, die haben UiPath gemacht, ich weiß nicht, vielleicht kennt man das. Ja, genau, und dann waren wir wieder auf dem Web-Summit, diesmal als Spaß-Event. Wir hatten dann ein Surfcamp doch danach mit dem kompletten Team. Aber ja, war gut. So, jetzt Ende 2023. Genau, wo stehen wir heute? Vielleicht von dieser Story, weil das ist ja noch nicht so lange her. Wir haben uns als Mission aufgeschrieben, ich zeige ja nochmal später, was wir jetzt genau eigentlich forschen, was wir genau machen. Also wir haben nicht nur diesen Agenten, der hier Software-Tests macht, sondern wir arbeiten eigentlich an was wir Intent-Automation nennen. Also es geht immer um Automatisierung von Geschäftsprozessen oder von Prozessen allgemein. Genau, aber wir haben die Mission, we empower humans across the world to articulate, automate and innovate, effortlessly allowing everyone to increase their own productivity. Genau, wir knapp 6 Millionen Investments reingeflossen, wir haben 20 Mitarbeiter aus 7 Nationalitäten mittlerweile. Wir haben 2 Standorte, sind eigentlich immer noch Remote First, aber wir haben in Karlsruhe einen Standort, haben jetzt gerade in Berlin einen aufgemacht. Kunden aus Europa, USA, Australien sind international unterwegs und wurden letztes Jahr dann auch in die Top 20 KI-Startups in Deutschland gewählt. Was ich mir damals, 2019, als wir da in dieser Vorlesung saßen, nicht hätte erträumen können. Aber irgendwie kam das alles Step by Step und es ist irgendwie verrückt. Aber ja, da stehen wir heute und es geht ja auch um KI, deshalb will ich ein bisschen über Automatisierung auch reden und besonders auch KI in der Automatisierung. Und hier oben steht es schon, allowing everyone to increase their own productivity, so ein bisschen wie wir drüber nachdenken. Aber ja, let's talk AI.
Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie man das jetzt eigentlich hier präsentieren könnte. Ich glaube, ihr habt alle schon sehr viele Tools gesehen von KI mit ChatGPT. Vortrag vorher ging ja auch groß drum. Ich will es ein bisschen von einem anderen Angle betrachten, ein bisschen mehr drauf schauen, was ist KI grundlegend, wo stehen wir heute und wie beeinflusst es eigentlich unsere Gesellschaft. Genau, ich hab mal geguckt, also es gibt verschiedene Definitionen von KI, das war jetzt so, es sind so vier States, ich weiß es nicht, ob die überall so anerkannt sind, aber IBM sagt es zumindest so, aber fand ich ganz gut. Da gibt es sowas wie Reactive Machine AI, Limited Memory AI, Theory of Mind AI und Self-Aware AI. So, was bedeuten die? Eigentlich muss man über diese Themen in Phasen nachdenken, also AI ist ja eigentlich kein Thema, was jetzt nur seit 2023 mit ChatGPT oder seit 2022 gibt. Das ist ja ein Thema, gibt es ja schon wesentlich länger, also eigentlich schon seit Google, seit die ersten, keine Ahnung, seit wir eigentlich das Internet kennen. Es gab ja schon Research, die ganzen neuronalen Netzen, das sind ja Paper aus den 80er, 90ern. Jetzt vielleicht nicht auf der Aussage festnageln, aber zumindest sehr alt. Und das erste KI, mit dem wir Berührungspunkte hatten, war so dieses Reactive Machine AI. Was ist das? Das ist eine KI, die praktisch kein Gedächtnis hat. Also kann sich nichts merken. Kriegt einen Input und die prognostiziert oder die gibt mit Wahrscheinlichkeitstheorie, mit Statistik irgendeinen Output her. Wofür wird es gebraucht? Man kennt es von Google, wenn Vorschläge gemacht werden für Ads, für Recommender-Systeme, bei Spotify, Next Song, bei Netflix. Was sind die besten Titel, die ich dann noch so bekomme. Oder auch bei so Schachbots, die irgendwie einen gewissen Status haben. Okay, die gucken drauf, das ist jetzt basierend auf diesem Input, wie die Figuren gerade stehen, hat Weiß diese Chance, mit diesem Zug irgendwie besonders erfolgreich zu sein. Die gibt es schon ewig. Und das war so der Stand 1. Was sich eigentlich geändert hat, ist mit dem Transformer-Paper, auch Attention, aber dass wir eigentlich auch, das ist so Phase 2 jetzt, mit Tesla und ChatGPT wird da auch reingezählt, dieses Limited Memory AI, dass wir jetzt eine Phase haben, wo wir ein bisschen zumindest begrenzt irgendwie Wissen auch speichern können. Also wir können mit ChatGPT chatten und die weiß irgendwie, dass wir einen Chatverlauf haben. Tesla, irgendwie, wir gucken, wir haben nicht nur einen Input, sondern wir haben irgendwie eine Historie von Ereignissen, die auch irgendwie sich gemerkt werden können. Und das ist auch die Phase, wo wir sind. Und jetzt kann man ganz philosophische Fragen stellen zu den beiden Nächsten, weil das sind so diese Themen, die im Research irgendwie angedacht werden für das kommt als Nächstes. Was ist das? Theory of Mind AI. Da geht es darum, Understanding Emotions. Also kann die KI irgendwie Emotionen kennen? Reagiert sie irgendwie auf Emotionen so wie ein Mensch? Da muss man dann vielleicht mal die Frage stellen, was ist eigentlich Verstehen, also was heißt Verstehen? Also ist es für eine KI das gleiche wie ein Mensch oder ist einfach, wenn wir es nicht differenzieren können, also wie beim Turing-Test, ist es dann schon gut genug? Genau, da geht es um Emotionenverstehen und das Letzte ist so dieses Endziel, wo eigentlich in diesen Medien immer von gesprochen wird, das ist eine Self-Aware AI, das ist, man nennt es auch AGI, also Artificial General Intelligence, da geht es darum, wir bauen eine KI, die ist eigentlich aware of its own existence, also die weiß, dass es sie selbst als AI gibt. Da gibt es dann auch immer wieder mal so Schlagzeilen von Google, wo jemand sagt, okay, irgendwie, keine Ahnung, Google KI hat plötzlich dieses Consciousness erlangt und dann wird es auseinandergenommen und dann stellt sich heraus, nee, ist doch nicht so. Also es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man das wahrnimmt, was Consciousness ist, aber es ist nicht so richtig definierbar, was das eigentlich ist, aber jeder arbeitet auf dieses AGI hin und das ist so dieses Endziel, was wir wollen. Wir wollen eine KI, die eigentlich weiß, dass sie eine KI ist und auch genau weiß, was zu tun ist, das so ein bisschen iRobot-mäßig, also wirklich Zukunftsszenario. Jetzt ist mein Titel der Präsentation eigentlich, ob wir uns eine Zukunft ohne Arbeit und wenn wir das jetzt wissen, können wir uns mal angucken, was denn das bedeutet für unsere Arbeit, für unsere Gesellschaft, vielleicht auch für Education. Ich glaube, das ist nämlich eine Kausalkette. Und darüber möchte ich ein bisschen mehr sprechen. Also, was heißt eigentlich Arbeit gerade? Wenn wir sagen, in der Zukunft ohne Arbeit, wir werden wegautomatisiert. Was ist eigentlich Arbeit? Also, wie definieren wir den Begriff?
also vielleicht müssen wir ihn umdefinieren oder vielleicht passt die Definition auch so oder was ist da eigentlich in unseren Köpfen drin? Was heißt das für unsere Gesellschaft? Also wenn wir irgendwann nicht mehr arbeiten im Sinne von wir verdienen Geld für eine Tätigkeit, wie sieht dann unsere Gesellschaft aus? Vielleicht können wir trotzdem irgendwie genug Geld bekommen und auch Education, wenn jetzt unsere, keine Ahnung, wenn jetzt Adobe Photoshop für uns alleine arbeitet, Midjourney Bilder selber generiert, wenn Musik selber generiert wird, Musikinstrumente nicht mehr benötigt werden, müssen wir vielleicht anders über Education nachdenken? Macht es dann überhaupt auch Sinn, jemandem beizubringen, wie Photoshop funktioniert, wie PowerPoint funktioniert, wenn es eh generiert werden kann? Und das sind so Fragen, die man sich eigentlich da stellen muss. Und um da tiefer einzusteigen, habe ich aus dem Oxford Language einfach gegoogelt, was Arbeit so heißt, was da definiert ist. Und da steht drin, Arbeit ist eigentlich eine Tätigkeit mit einzelnen Verrichtungen, Ausführung eines Auftrags oder Ähnliches, eine leichte, anstrengende, mühsame, zeitraubende, langweilige oder interessante Arbeit. Ja, das Arbeiten, Schaffen, Tätigsein. Steht jetzt auch nicht so viel drin, was es eigentlich ist. Es kann auf jeden Fall leicht sein, es kann anstrengend sein, es kann mühsam sein. Zeitraubend, langweilig, das ist ja alles, was nicht so cool klingt irgendwie. Interessant ist aber ganz nett. Also gibt auch irgendwie gute Aspekte. Ich habe das nochmal ein bisschen weiter aufgesplittet in Creatives, White Collar und Blue Collar. Ich glaube, Arbeit, also der Begriff hier nach dieser Definition heißt einfach, wir machen einfach irgendwas und sitzen nicht nur da und machen gar nichts. Also das Gegenteil von dem wäre wahrscheinlich meditieren. Genau, aber jetzt mal ein bisschen mehr auf unseren Arbeitsbegriff, den wir vielleicht so im Verständnis haben, eingebracht. Ich habe es mal aufgeteilt in Creatives, White Collar und Blue Collar. Ich weiß nicht, Begriffe sind vielleicht bekannt. Spricht man eben, wenn man im VC, also in diesem Investorenjargon mit Investoren spricht, dann wird immer so, hey, wir automatisieren Blue Collar, White Collar oder was weiß ich was. So wird immer davon gesprochen. Ich habe es aufgeteilt, also Creative ist für mich so Digital Art, Texten, Musik, Fotografie, irgendwas Kreatives. Also ich schaffe irgendwas Kreatives, habe eine Idee, wie man das dann vielleicht nochmal runterbricht in einzelne Wörter, kann man vielleicht nochmal schauen. Dann gibt es für mich White Collar, das sind irgendwie Programmierer, Sachbearbeiter, Anwälte, Steuerberater, so die irgendwie nicht so, stellen sich nicht so kreativ vor, vielleicht schon, Programmierer können auch kreativ arbeiten. Blue Collar ist relativ klar abgegrenzt, so okay, wir haben irgendwas Physisches, also eine Werkstatt, in der Pflege, Logistik irgendwie was fahren, in der Fertigung wird irgendwas produziert. Und genau, wie kann man die jetzt noch weiter runterbrechen? Creatives habe ich so runtergebrochen, es gibt eine Idee, ja, also wir haben eine Idee, was wir machen wollen, dann gibt es eine Ausführung von dieser Idee. Und es ist sehr probabilistisch. Also im kreativen Prozess ist es schwierig zu sagen, etwas ist perfekt zu 100% richtig oder etwas ist komplett falsch. Wenn ich irgendwie Musik mache, ein Lied mache, dann gibt es also ein super Spektrum von jemand mag es oder jemand mag es nicht, aber es ist so richtig greifbar machen, ist super schwierig. Deshalb sage ich probabilistisch. Bei White Collar ist es anders. Das ist eigentlich, wenn ich einem Programmierer eine Aufgabe gebe oder einem Sachbearbeiter eine Aufgabe gebe, dann ist relativ klar messbar, dass das Outcome von dieser Arbeit gut ist oder nicht gut ist. Also vielleicht bei Verträgen kann man da diskutieren, jetzt bei Anwälten und so, aber es ist relativ deterministisch, was ich da haben will. Und ich habe auch eigentlich nicht so eine richtige Idee, sondern ich habe eigentlich meistens einen Plan, ich habe eine Ausführung und dann will ich ein deterministisches Ergebnis. Kann unstrukturiert sein, kann auch strukturiert sein. Also was meine ich damit? Strukturiert wäre sowas, okay, das folgt einem ganz klaren Ablauf von Prozessen, sind immer gleich. Manchmal bei unstrukturiert könnte sowas sein wie, ich nehme eine Zollanmeldung vor zum Beispiel und es ist immer für jedes Gut was anderes, es ist also nicht so 100% in der Struktur zu fassen. Und bei Blue Collar haben wir eigentlich auch Plan, Ausführung deterministisch, aber ist physisch. Also wir haben noch eine physische Komponente, die wir irgendwie mit reinbringen wollen. Was bringt uns das jetzt? Jetzt kann man sich überlegen, welche von diesen Bubbles hier lassen sich denn besonders gut automatisieren? Und genauso habe ich es auch aufgeteilt. Für uns gab es nämlich, das ist ja eigentlich schon passiert, 2014, ich weiß nicht, ich habe vorhin UiPath genannt, das war so das prägende Unternehmen in dem Bereich.
die haben sich mit Robotic Process Automation beschäftigt. Hat nichts mit KI zu tun, steht KI drauf, ist aber absolut nichts mit KI. Also da geht es einfach nur, wie kriege ich einen strukturierten Prozess, also wie kann ich White-Collar-Worker, die sehr strukturiert arbeiten, einen Plan haben, eine Ausführung haben und deterministisch arbeiten, wie kann ich die automatisieren? Das war also die erste Fragestellung, die es da gab und womit sich UiPath beschäftigt hat und dann dieses, also Robotic Process Automation eingeführt hat und da Prozesse automatisiert. Ist übrigens an der Börse gelistet, mittlerweile das Unternehmen, die machen das immer noch. Aber es war ist relativ einfach. Einfach strukturiertes Ding digital abbilden. Das kann man jetzt hier mal kurz angucken. Also zum Beispiel eine LinkedIn-Automatisierung habe ich jetzt hier schon gebaut. Was macht die? Ihr seht da die Maus. Ich habe einfach gesagt, hey, geh auf LinkedIn und log dich ein. Die übernimmt die Sachen für mich. Das kann ich jetzt 20.000 Mal hintereinander abspielen oder so. Das soll sich jetzt da einloggen. Das ist jetzt ein Strukturiert. Ich weiß immer, okay, ich habe ein Login, das sieht immer gleich aus. Ich will immer diese Steps machen. Also ist jetzt hier nicht accepted, weil es falsches Passwort, aber ist auch egal. Aber ich kann immer diese Steps nacheinander durchführen. Ich weiß, was zu tun ist. Einfach zu automatisieren. Und dann kam eigentlich was sehr Überraschendes. Also wenn man sich jetzt hier anguckt, ich weiß nicht, was denkt ihr, was als nächstes automatisiert wird? So White-Collar anstrukturiert, kreativ, Blue-Collar. Bitte, hier eben, habe ich was gehört? Kreativ, ja, ist richtig. Ist eigentlich hat man das im Venture-Capital-Markt, hat man das überhaupt nicht erwartet. Jeder hat gedacht, Blue-Collar wird zuerst automatisiert, wir automatisieren erst Roboter. Jeder hat gedacht, erst alle White-Collar-Worker, erst alle Sachbearbeiter, erst alle im Zoll werden automatisiert. Ist aber falsch. Warum ist es falsch? Weil es super schwierig ist, mit Machine Learning-Modellen deterministisch zu automatisieren. Wenn wir mit KI arbeiten, arbeiten wir immer probabilistisch. Das ist eigentlich nur Statistik. Und dadurch, dass Kreativarbeit so schwierig zu fassen ist von, ich habe hier ein, das ist gut und das ist schlecht, kann man sehr gut, wenn man eine Idee hat, diese Idee überführen in eine Ausführung, die dann von einem LLM oder von einer anderen KI übernommen wird. Und für jeden ist das Ergebnis auch unterschiedlich. Also wir hatten jetzt das Beispiel, hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Man kann jetzt sagen, okay, ich habe eine Idee für einen Song, möchte gerne diesen Song erstellen und kann dann was prompten, ein Song about Digital Creatives, was ich darunter vorstelle, ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt jeden von euch frage, was sich jemand darunter vorstellt, ist es immer unterschiedlich, super schwierig einzustufen. Aber deshalb ist es so erstaunlich und ich kann den jetzt auch mal abspielen. Ja, eigentlich könnte man einen Wettbewerb machen, welcher Song am coolsten ist später, können wir noch ein bisschen ranken. Genau, ich muss ja auch nicht das ganze Video jetzt abspielen. Aber es ist wahnsinnig erstaunlich, was da möglich ist mit so probabilistischen Verfahren und was man da automatisieren kann. Und da sind wir gerade. Und jetzt kommen wir zu dem, wo wir bei AskUI dran arbeiten. Wir nennen es Intent Automation. Also wir beschäftigen uns danach, also nach diesem Creative-Prozess, haben wir uns überlegt, was kommt denn da eigentlich als nächstes in der Automatisierung? Und für uns sind es eigentlich alle unstrukturierten Prozesse, die man vorher mit RPA gemacht hat. Also man hatte vorher einen strukturierten Vorgang, der deterministisch ist. Jetzt wollen wir einen unstrukturierten Prozess irgendwie capturen. Und wie machen wir das? Wir nennen es, also Intent Automation heißt, wir versuchen einen Intent zu capturen von einem User, also oder von einem Benutzer. Das ist irgendeine Absicht, irgendein Ziel, das muss irgendwie gut beschrieben werden, entweder indem man dem User zuguckt, was bei der Arbeit, oder indem man es beschreibt durch natürliche Sprache. Und dann muss das ausgeführt werden von so einem Agenten. Und was wir da zum Beispiel machen, das ist jetzt nicht das schönste Video, ist, wir haben so einen Intent-Pilot geschrieben, können wir jetzt mal reingucken, ist jetzt im Terminal geöffnet, aber ist nicht so schlimm. Wir prompten jetzt einfach mal, so wie bei ChatGPT, write a random poem about German, was war es, Paperwork, und dann noch in Google Docs, das ist den Intent, den wir haben. Und was wir jetzt machen, ist, wir kombinieren eigentlich diese RPA-Prozesse mit der Knowledge von LLMs, um diese unstrukturierten Prozesse abzubilden. Also wir überlegen uns, wir gucken mal das Bild, sagen, okay, wo sind wir gerade? Sagt er, okay, ich denke mal, ich muss Google Docs öffnen. Dann geht er auf Google, öffnet Google Docs, macht wieder einen Screenshot davon, ist jetzt, okay, jetzt ist er auf Google Docs, was muss er jetzt machen? Thought, I need to start a new Google Docs Document.
öffnet er dieses Dokument und jetzt ist das LLM hinten dran und merkt, okay, jetzt bin ich Google Docs, habe das offen, jetzt muss ich noch ein Poem schreiben. Das hat er dann erzeugt und kann es dann da reinpasten. Also da geht es darum, ich habe eine Absicht, irgendwas will ich machen und will das dann, das ist ein unstrukturierter Prozess, ich kann das irgendwie aber greifbar machen und kann das dann den Computer sagen, okay, führ das mal komplett Ende zu Ende für mich aus und nicht nur im Sinne von, generier mir mal Text oder irgendwas in diese Richtung. Und das hier ist eher Research, wo wir machen, also wir haben andere Projekte bei Kunden im Einsatz, wo es noch nicht so weit ist, weil diese Thematik hat das große Problem, dass wir mit Machine Learning Modellen arbeiten, die probabilistisch sind, der Kunde aber ein sehr deterministisches Verfahren hat, das heißt, man will eigentlich eine sehr hohe Accuracy auf diesen Prozessen haben und das sind wir einfach noch nicht. Also solche Agenten funktionieren so ungefähr in 50% der Zeit. Ja, noch nicht viel öfters, aber wir kommen dahin, sag ich mal. Genau. So, was ist die nächste Phase, die wir dann haben? Das wäre dann wirklich da, wo jeder dachte vor 20 Jahren, das ist das Erste, was automatisiert wird, also ganz viel Forschung zu Robotern. Gibt es eigentlich schon ewig lange, Robotics ist ein Riesenthema, ist aber super schwierig zu lösen, das Problem. Also da gibt es auch wahnsinnig viel Geld. Warum ist es super schwierig? Wenn wir uns Roboter anschauen, dann können die, dann haben die halt so Planausführungen, sind auch deterministisch und in Werkstätten funktioniert es auch gut oder in irgendwelchen großen Fabrikhallen. Wo es nicht gut funktioniert ist, wenn wir uns diesen Roboter, den wir uns alle vorstellen, der uns beim Alltag unterstützen soll, weil wenn wir da nämlich mit KI arbeiten und probabilistisch arbeiten, dann kann es nämlich sein, dass der Roboter irgendwas macht, was er eben nicht machen soll, hallucinated irgendwas macht und der Roboter hat halt kein Gefühl in dem Sinne. Das heißt, wir müssen, also bei BMW in der Werkstatt ist es immer ein fixer Prozess, da ist kein Mensch, niemand kann sich da verletzen. Wenn ich aber den gleichen Roboter, der irgendwie basierend auf dem LLM irgendwas bei mir daheim ausführen soll und der plötzlich so einen Metallarm hat, dann kann das ganz schön ins Auge gehen, wortwörtlich. Und deshalb ist es super schwierig, auch weil es so komplex ist, unser Körper physische Prozesse abzubilden, ist einfach nochmal eine ganz andere Problemstellung. Deshalb sind wir da noch nicht so weit, dass es wirklich, dass wir da sagen, also es ist irgendwie ein KI-Roboter, so wie wir uns das vorstellen. Es gibt eigentlich nur so richtig deterministische Roboter, die einen fixen Programmablauf folgen. Wer es vielleicht gesehen hat, Boston Dynamics, das Video kann ich leider nicht abspielen, weil es auf YouTube ist, aber könnt ihr mal nachschauen. Die haben gerade einen neuen Roboter released. Die hatten vorher Atlas, Atlas, bin ich mir gerade nicht sicher, die so ein Hydraulikroboter die ganze Zeit, der irgendwie so Jumps gemacht hat und rumspringen konnte, mega krass, die haben den jetzt eingestellt und haben den neuen Release vor ein paar Tagen, der jetzt halt elektronisch funktioniert und der hat so eine riesen Kamera im Gesicht mit dem Licht und der kann wahnsinnig coole Sachen machen, es sieht wirklich verrückt aus, was damit alles möglich ist, aber bis die in Produktion sind, dauert es, mein Guess, Minimum noch 5 Jahre, also bis man wirklich damit was machen kann, vielleicht auch länger. Genau, so, und jetzt ist eine Bubble noch übrig, die geht ein bisschen drauf einher mit der ursprünglichen Fragestellung, wie wir uns mit KI selbst automatisieren, welche Auswirkungen drohen eigentlich auf die Kreativwirtschaft, was jetzt noch nicht automatisiert wurde, obwohl wir den Kreativprozess hier angeguckt haben, ist so diese Ideenbubble. Wir brauchen für ein Machine Learning Modell, für eine KI immer einen gewissen Input, den wir auch möglichst genau beschreiben können. Vorhin haben wir von Prompting gesprochen oder andere haben von Prompting gesprochen, man muss das irgendwie genau beschreiben können, man muss seinen Intent, diese Absicht, die man hat, muss man gut in Worte fassen können. Und für uns ist es immer so, wenn ich irgendwie von was, ich habe eine Idee für ein Lied und in meinem Kopf hört es irgendwie genau so an, dann ist es wahnsinnig schwierig, als Musiker vielleicht super einfach, dann diese Idee runterzubringen in ein Instrument und deshalb sind auch manche Musiker so gut. Aber vielleicht gibt es ja Leute, die extrem gute Ideen haben mit irgendwelchen Musiksongs, die im Kopf extrem geil klingen, können sie aber halt einfach nicht runterschreiben oder können sie nicht kreieren, weil einfach die Fähigkeiten fürs Instrument fehlen. Und wenn wir da Möglichkeiten schaffen, praktisch KI kann helfen, diese Idee, die man im Kopf hat, wirklich gut dann in Instrumente und das Handwerkszeug wirklich dann für einen zu erledigen. Also diese Barriere, um irgendwas zu machen, wird halt niedriger. Aber die eigentliche Idee zu haben, das kann niemand abnehmen. Also die Idee, also
kann vielleicht dann irgendwann AGI, aber davon sind wir noch extrem weit weg. Und deshalb müssen wir vielleicht auch anfangen nachzudenken, okay, wenn wir jetzt in der Uni lernen, wie Photoshop funktioniert, wie irgendwelche Musikinstrumente funktionieren, ist das der richtige Ansatz? Sollten wir vielleicht nicht eher den Kreativprozess stärken? Sollten wir vielleicht nicht drüber nachdenken, Leuten beizubringen, wie man denn einen Ideenfindungsprozess eigentlich handhabt, um da bessere Ideen zu haben und die dann mit KI vielleicht auch auszuführen und durchzuführen? Und ich glaube, das sind super spannende Fragestellungen. Kommen wir jetzt schon zum Ende. Für uns gibt es eine Vision bei AskUI. Wir nennen es Automation Allows for a Society in which machines generate economic value, giving individuals the freedom to choose how they spend their time. Wir denken so genau drüber nach. Wir sagen, okay, KI ist ein Handwerkszeug, um alle Handwerksarbeiten, die der Mensch sozusagen macht, durchzuführen, um Leute einfach dafür zu enablen, dann besser kreativ zu arbeiten, besser Ideenfindung durchzunehmen. Und für uns, vielleicht muss man dann gesellschaftlich nachdenken, was heißt das eigentlich? Gibt es ein bedingungsloses Grundeinkommen? Alles offene Fragestellungen. Aber ja, so will ich den Vortrag schließen. Vielen Dank fürs Zuhören.